Herr Minister, willkommen an unserem Stand von Deutschland spricht über 5G. Deutschland spricht über 5G hier auch mit uns vor Ort. Und ich habe einige der Fragen mitgebracht, die uns in der Vergangenheit, aber auch heute gestellt worden sind. Eine Frage lautet, wie ist der aktuelle Stand des Mobilfunknetzausbaus? Nun, wir haben im Augenblick eine Abdeckung mit 4G von 96,2%. Wir wollen aber 5G haben. Und bei 5G sieht es so aus, 56% haben bereits 5G-Versorgung, aber wir wollen die Vollversorgung haben. Bis 2030 soll überall dort, wo Menschen leben, arbeiten und wohnen, 5G der Standard in Deutschland sein. Eine weitere Frage, die uns erreicht, bezieht sich auf die Gigabit-Strategie. Was können Sie dazu sagen? Was enthält das eigentlich alles? Die Gigabit-Strategie ist die Grundlage, um beim Ausbau voranzukommen. Wir sind schon ziemlich gut und schnell. Wir haben in den letzten Jahren 20.000 Masten für 5G aufstellen können. Aber wir wollen überall 5G haben. Wir wollen überall Glasfaser haben. Und mit der Gigabit-Strategie schaffen wir das. Die beinhaltet eine Zusage der Branche, 50 Milliarden Euro bis 2025 zu investieren. Und wir leisten Bürokratieabbau, vereinfachte digitale Antragsverfahren, damit wir wirklich schnell vorankommen. Wir müssen modernste Verlegetechniken nutzen. Wir müssen alles tun, damit der Infrastrukturausbau im Digitalen so schnell wie möglich vorankommt und wir an die Spitze kommen. Dazu gehört ja möglicherweise auch das Gigabit-Grundbuch. Das kennen die Leute noch nicht, aber ich habe davon schon mal gehört. Und vielleicht können Sie auch dazu noch mal sagen, was hat denn das als Ziel und was können die Menschen damit später anfangen? Ich bin heute schon bei einem Bürgergespräch gefragt worden, wird das alles transparent, was Sie da machen mit der digitalen Infrastruktur? Und ich habe geantwortet, ja, wir schaffen ein Gigabit-Grundbuch und damit gehen wir dieses Jahr noch an den Start. Dort kann jeder einsehen, welche Verbindungen habe ich vor Ort, wo sind noch Arbeiten zu leisten und wo ist die Versorgung eben schon auf dem höchsten Niveau. Und diese Transparenz schaffen wir mit dem Gigabit-Grundbuch und schaffen damit auch eine Grundlage natürlich für die Zukunft. Jetzt gibt es die Dialoginitiative Deutschland spricht über 5G. Was bringt die Bürgerinnen und Bürgern, was bringt die den Kommunen? Bei großen Transformations- und Modernisierungsprozessen ist es immer wichtig, viel miteinander zu reden. Und natürlich tauchen viele Fragen auf. Bürgerinnen und Bürger fragen sich, warum 5G, wozu brauche ich das? Und diese Fragen müssen beantwortet werden. Wir brauchen Transparenz, Verständnis und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Und die Kommunen wollen wir nicht alleine lassen. Und es sind schon viele Bürgerdialoge ja auch schon begleitet worden. Und das hilft vor Ort unheimlich, denn wir müssen die Menschen motivieren, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen. Ich danke Ihnen. Danke.